Wir sind an so einem schlimmen Punkt, dass wir, also das Allerschlimmste in der Teamdynamik, was passieren kann, ist gestern passiert. Wir haben während dem Game Leute, die miteinander diskutieren über irgendeine Scheiße in einer aggressiven Art und Weise. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also, und dann haben wir wieder diese Midgame-Fehler gemacht. Ja, ich sag euch, wenn nochmal zwei erwachsene Männer sich in, oder erwachsene Menschen sich in meinem Team ins Gesicht paddeln während einem Game, dann werde ich aber richtig sauer, ey. Dann pausiere ich auch. Da kann doch nicht den ihr Ernst sein. Danke an Black Redox, Yokododi, Batschem, Ari ohne Bohne, Julesay und E-Fail. Einen wundervollen Widget. Willkommen, willkommen. Und danke auch an Best of Volley für den Support. Auch da einen wundervollen. Was passiert? Naja, Agorin und Tolkien haben halt im Game dann so ein bisschen gefrustete Dialoge geführt über die Top-Lane-Gangs und dann sind Sachen schief gegangen und da hast du richtig, aber sehr unangenehm zu spielen so. Könntest du theoretisch auf Tolkien in der Queue treffen? Ich glaube nicht, ne, ich glaube, der ist zu niedrig in der Elo gerade auf seinen Accounts. Basilisk, vielen lieben Dank dir für den Support. Hallo, gibt's hier Ärzte? Ich habe seit ein paar Tagen ein schmerzhaftes Stechen im Darm. Ob es hier Ärzte gibt? Ich hab dich. Mann, was denn? Schrei nach Liebe. Natürlich gibt's hier Ärzte. Danke an Relentless für den Support auch. Einen wundervollen Angel. Willkommen, willkommen. Das ist super Cheese für uns. Wirklich saudoof. Das ist deine Attitüde. Der wird wieder nicht Level 2 ganken, ne? Wieder heiß. Okay. Hilft der Mentality Man nicht in solchen Games wie gestern? Ich hab's probiert. Zumindestens. Ja. Ja, gestern war es schwierig für mich halt was zu machen, weil ich halt sofort so weit zurückgefallen bin in dem Game, ne? Der Kraft und den Onkels. Du bist ja ein anderes Game-Stream, wenn dir League keinen Spaß mehr machen würde. Ja, ich hoffe doch. Aber wäre schön, wenn League mir noch eine Weile Spaß machen würde. Ich werde hier gegankt werden. Wir können das auf jeden Fall outplanen. Damit, wenn es auch noch gibt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. You don't gank the Bimo, the Gipimo. Ich kann nicht reden, entschuldigt. Der Bimo gankt dich auf jeden Fall, wollte ich sagen. Da lass uns einmal kurz back to base gehen. Wir haben einen super Base. Sorg Boots und Refillable für ein bisschen mehr Lane Pressure. Hoffentlich interruptet er uns hier nicht mit seinem W. Sehr, 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 sehr starker Base. Und dann gehen wir hier nach oben. So, schön hochgefahren, damit er die Teamfights gut gespielt. Das Game war halt Pain wieder mal. Das ist halt. Wir haben halt dieses wahnsinnige Problem, dass wir so. Also. Zum Beispiel in dem Game gestern. Ich weiß nicht, ob das den Leuten auffällt. Aber wir spielen Karma Jinx Botlane. Also eine der wahrscheinlich druckvollsten Lanes, die du haben kannst. Gegen eine super passive Lane.
Und der Amumu praktisch roamt permanent die gesamte Map ab. So, das, und der und halt kann halt überall da sein und Pressure haben und rotieren und Sachen machen. Ne? Und das ist halt ein Riesenproblem, das wir haben, ist, dass unsere Botlane sehr lang gebunden ist. Sehr, 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 sehr lang gebunden ist. Zurzeit. Das ist halt einfach, wir sind in der Mitte halt immer in Unterzahl, Algorin und ich. Das ist so schwer zu spielen, ey. Oh, nice, der ist overextended. Hier können wir ein bisschen gucken, ne? Mich spammt die ganze Zeit irgendwie so eine Hotline voll. Okay, das geht ja nicht, ne? Ich hab noch ein Auto gebraucht. Oh man. Hätte ich noch ein Auto machen können? Da bestimmt, ne? Wir haben, gestern haben wir gewonnen, nur aus einem einzigen Grund. Und zwar, weil wir den Draft so hart gewonnen haben. Wir hätten sonst auf jeden Fall verloren gestern. Wir haben nur gewonnen, weil unser Draft so gut war. Wir hätten nicht verdient zu gewinnen. Wir haben die einfach outdrafted. Und wir haben trotzdem noch alles getan, um zu verlieren. Wir haben im Early gefightet, in denen ihre einzige Win-Condition rein. Xin, Zillos, die extrem stark sind. Ja, wir haben denen einen riesen Lead gegeben. Der Xin hatte 10 Kills. So. Und dann, wir haben das Einzige gemacht, wie die überhaupt eine Chance haben zu gewinnen. Und danke an Freekama und Fendi. Vielen lieben Dank für den Support. Einen wundervollen wünsche ich. Die hätten einfach die Zillas picken sollen. Die haben halt einen Hypercarry gebraucht. Die haben halt einfach, also die hatten vom Draft aus sofort verloren, weil sie keinen Hypercarry hatten. Nach 30 Minuten. Also du brauchst entweder, also du brauchst halt eigentlich im aktuellen Draft brauchst du, glaube ich, immer einen AD Carry. Weil AD Carry einfach so unglaublich stark ist zurzeit. Im Late Game, wenn du Late Game haben möchtest. Habe ich die Platte gekriegt oder habe ich die verloren? Glaubst du, ihr hättet verloren, wenn du Karma gespielt hättest? Wenn ich Karma spiele, dann haben wir Triple AP Topside mit einem Hypercarry. Botside. Ich glaube, es ist sehr viel schlechter, der Draft dann, ja. Weil wir Triple AP Topside haben und dann haben wir extreme Damage-Probleme auch allgemein. Würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, es ist wesentlich schwerer dann. Und Tower Agro bekommt wegen dem Shroom. Leider. Wo du das sagst mit Xin, ihr callt yourself easy ins Mid, ohne Early Xin zu feeden. Ja. Ich habe da sogar noch drüber geredet, dass unser 2v2 schlechter ist und dass wir das respektieren müssen. Wir können nach dem, wenn ihr wollt, ich weiß nicht, ich glaube aber, das haben schon alle anderen aus NNO Hundert auch schon gemacht. Wir können natürlich eine Game-Analyse immer so zwischen den Spielen machen, wenn ihr wollt. Ich glaube, das haben alle anderen auch schon gemacht, also ich weiß nicht, wie interessant das noch ist. Ja. Oh, Timo, du geiles Stück Materie, ey. Da war ganz schön knapp, aber holy shit. Wenn er das Ziehen durchgekriegt hätte, hätte er sich geheilt und ich hätte ihn nicht gekillt. Damn, ey.
mal kurz back to base hier. So. Ist das hier mal mit? Dann flitzen wir nach oben. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier machen. Also, wir sind sehr ahead, ne? Aber insgesamt ist das Game noch lange nicht gewonnen, weil die Gegner brutales Scaling haben und auf der Botlane gut dabei sind. Das heißt, wir müssen mal schauen. Roberto Sonia, alles klar, Roberto Sonia. Santiago! Alpha Santiano. Ich muss leider die Wave droppen, das ist mir zu risky, weil die kann ich einfach ulten. Alpha Santiano. Okay, was ist da los hier? Nee, so ein Mid-Turret. Okay, das sieht nach dem. Also, jetzt da ist jetzt natürlich. Wir haben Hardwinning Top und Mitte. Und Jungle, eigentlich auch. Meta Dienstag erstmal Tibo reinwandern. Ja, Meta gilt ja nur für die Midlane. Meta gilt ja nur für die Midlane. Da wollen wir die Meta-Champ spielen. Ich würde gerne heute mal ein paar Games Qiyana ausprobieren, wenn das für euch okay ist. Weil die so broken ist statistisch. Ich würde das einfach gerne mal probieren. Vielleicht ist die ja gar nicht so schwer, wie ich denke. Was ist hier den ganzen Tod, würde ich sagen? Hilf vorbei. Okay, die Gegner können eigentlich schon verfehlen, das ist so dumm, das Game. Bedarf es wenig. Was? Also, das Toplane war nice. Das in der Mitte war nicht so nice. Ist aber schön in den Busch da, oder? Meint ihr, die steht einfach nochmal in dem Busch, ja, ne? You die. I live. Wenn er ihn unten kann, ist fein. Nein? Ah. Shit. Ja gut, das war jetzt, also das war gut, bis wir das gemacht haben. Da war es nicht mehr gut. Ich dachte, der ultet den einfach, weißt du? Das Anschluss hat die noch nicht so viel Execute-Schaden zu dem Zeitpunkt. Er hat auch noch kaum AD, ne? Ich dachte, der wäre die ganze Zeit schon in Execute-Range, deswegen bin ich so reingesegelt. Das war so gut, so lange gut, bis es nicht mehr gut war. Ja, das ist eine sehr weise Analyse, ist da der.
Ich hatte heute schon 4 Spam-Anrufe. Ich auch tatsächlich, ja. Immer von derselben. Es kann einem nichts passieren, wenn man da rangeht, ne? Solange man nichts. Also, solange man nicht zurückruft oder so. Ich habe so 4 0800er Anrufe gekriegt schon. Das sind doch die Spam-Hotlines. 0800. Und vorhin bin ich einmal reingegangen, dann hätte einfach die Person auf der anderen Seite direkt aufgelegt. Was kriegen die denn davon? Muss ja, irgendwas muss es denen ja bringen, oder nicht? Ja, würde ich dir Zeiger schaffen, ehrlich gesagt. Wir sind ein sehr, sehr, sehr starker Beamer. Wenn ich noch neugierig mache, dass du zurückrufst. Ja, aber also wenn du zurückrufst, kriegen sie doch auch noch kein Geld, oder? Sondern die kriegen doch erst Geld, wenn sie dich dazu bringen, irgendwie Ja zu sagen oder was runterzuladen oder was weiß ich. Der geht nach da oben. Bei mir hat sich eine Nummer aus Indien mal als deutsche Polizei ausgegeben. Da müsst ihr mal, wenn euch das sowas interessiert, es gibt. Ich vergesse immer, wie der heißt. Jim Browning oder so? Das ist so interessant, Das ist so ein YouTube-Serie, wo der praktisch. Wo der sich praktisch in so einen Telescam-Hotline einhackt. Und dann, dann kannst du halt Footage sehen und wie die operieren, also wie das bei denen funktioniert, ne? Die Abläufe, die Leute, die da beteiligt sind und so. Was da für Umsätze gehören, richtig interessant. Wenn man den auch spricht, der spricht, glaube ich, auch mit denen, ja. Okay, wie machen wir jetzt hier weiter? Entschuldigung, bitte. Oh, wow. Was ist denn jetzt los? Ich habe Erkältung. Wie kann man denn Erkältung haben? Es hat 40 fucking Grad, ey. Weiß nicht, ob ich mittlerweile noch gewinne gegen den Zweien, ehrlich gesagt. Was ist denn hier zu den Wölfen läuft? Der Sonja ist? Nee, dann ist er tot. Ich kill den Instant tatsächlich. Tot. Ah, das war der perfekte Moment für Omawa. Nee, wie geht das? Omawa Mai Shinderu. Da hätte er noch Nani sagen müssen, aber das ging leider zu schnell. Jetzt gehen wir hier nach unten. Okay, zack, zack, zack. Bitte was? Ja, kennt ihr das nicht? Das ist, also ich weiß nicht viel über Animes, ne? Aber das ist eine der bekanntesten Anime-Szenen, ist es. Was ich da gerade rezitiert habe. Wait, ist der Swain hier, oder? Das wäre das unten, actually. Ja. Jetzt einen Strom hier reinwerfen. Oh, my bad. Hat irgendwer von denen geflasht oder hab nur ich geflasht wie ein Baboon? Ich glaube, nur ich habe gefällt, dass wir ein Baboon, ne? Actually könnte das ein sehr schweres werden, das hier, weil die uns so outscalen, die Gegner. Krass, ich dachte, ich kill die Weide einfach. Ich hätte auf sie drauf flashen sollen. Aber ich dachte auch, dass dieser Shroom sie einfach killt, aber die war leider hier. Und ich da. Der Shroom hätte sie gekillt. Omawa Mu
Shinderu. Ja, genau das. Irgendwie, du bist bereits tot oder so, heißt das, ja. So. Was ist bei allen so Dot-Champions? Kannst du das gut verwenden? Aber ja, ich weiß nicht viel über Animes, aber den kenne ich. Dieses eine Meme. Weil das ist so ein typisches Boomer-Meme. Ne? Mittlerweile, glaube ich, sind die Kids da zu jung für. Aber damals war da der Shit. Omawa Mai Shinderu. Ja, aber. Hä? Wir haben perfekte Position am Drake. Wir hatten perfekte Position am Drake. Die Nidalee stellt hier unten den Herald und pusht Botlane. Und jetzt haben die. Das war so free, der Fight, no? Jetzt kriegen die Soul gleich. Well, that sucks. Okay. Ich meine, ich bin sehr, 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 sehr stark. Noch ein Item mehr und es geht richtig zur Sache hier. Oh, sehr gut von der Nidalee, dass sie da nicht direkt gehüpft ist. Wollen wir Nashen? Ja, wir wollen Nashen, let's go. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Entschuldigt bitte. Timo Gaming, okay. Überall gleichzeitig der Mann. Okay, wir brauchen Timo-Musik aber für diesen finalen Push jetzt. Seid ihr bereit? Wo ist es? Okay, wo ist das? Das ist der Jam. Danke an der Nesselkessel und Sonne-Mädchen, genauso wie Aaeko McFly. Wie kam es zu dem außergewöhnlichen Pick? Ja, das ist Meta für mich. Ich definiere die Meta nun mal neu und mein Timo ist immer Meta. Vergiss das bitte nicht. So. Tatsächlich finde ich Timo sehr, 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 sehr gut. Auch wenn ich das aktuell, wenn ich ein bisschen bessere Match-Up-Practice hätte auf Timo. Dann würde ich glaube ich, also wir würden legit, also insane, wir hätten insane, ich weiß gar nicht, was ich aktuell für eine Win-Ratio habe. Gefühlt gewinnen wir echt viel auf Teemo. Gefühlt. Ob das wirklich stimmt, keine Ahnung, aber gefühlt gewinnen wir echt viel auf Teemo.
Hier ist Sweeper jetzt hier, genau. Mal super aufpassen gegen den scheiß Dragonit. Ich denke, nach einer roten Verstärkungszauber würde ich sagen, ja. Ich will den Dings hier gehen, schau. Ja, relativ bald Level 16 am Start her. Und einen Inhale bekommen. Wir verhindern den Soul Point. Wir sind sehr weit ahead in Gold. Auf die Gegner. Swain könnte für den W-Stil gehen. Nicht. Jetzt ist die Frage, ob ich hier Void gehe als nächstes oder für was wir hier gehen. Nein, mach dich meine ganzen schönen Shrooms kaputt. Sind doch meine Kinder. Oh mein Gott, ich hätte das splitten müssen, ne? Hättet ihr gedacht, dass ich das flashen muss? Ich meine, ich hätte ein Leben. Und einen Dream. Ich habe nicht darauf geachtet, dass der Sonyas wird, ne? Ich meine, was ist denn hier am besten? Wir könnten Benjis gehen, wir könnten Sonyas gehen, wir könnten. Healing Reduction sieht nicht bad aus hier, ne? Könnten für maximalen Damage würden wir wahrscheinlich Void gehen oder Liandris. Demonic meine ich. Ich glaube, ich gehe einfach volles Anti-Heal, ehrlicherweise. Ich glaube, ich gehe volles Anti-Heal. Die haben so viel Heilung, die Gegner. Das ist schon sehr disgusting. Dann sollten wir anfangen, die Top-Seite zu shroomen und dann für den Nash spielen in 1,40. Wenn ihr Teemo spielt, ist immer das Allerwichtigste mit Teemo, ist, dass ihr Vision aufbaut und Areale einnehmt. Und dadurch, dass die Gegner aber so viele Sweeper haben, müssen wir das Areal sehr, sehr proaktiv einnehmen. Damit, wenn wir einen Shroom hitten wollen. Da, wo sie nicht rechnen, dass Shrooms sein könnten. Das ja, weil die werden immer mit einem Sweeper entern können, weil sie so viele von den Biestern haben. Nice. Ey, dieser Damage von Teemo im Late Game ist so brutal, ne? Das ist einfach so disgusting, der Scheiß. Töte ihn, Shroom. Nein, die Minions haben den Shroom ausgelöst. Scheiße, Und nicht mal eine Waffel hinter den Nexus gelegt, Weil die Gegner was zu essen haben. God damn it, So, wir brauchen jetzt noch 4 Wins oder so für Grandmaster, ne? Das werden wir wohl heute schaffen. Du hast das 1v1 gegen Swain, weil du den Items verlierst. Teemo scheint nicht so stark zu sein aktuell. Naja gut, in diesen reinen 1v1-Situationen, der hat das halt gut gemacht mit dem Sonyas und viel Schaden verhindert und dann alle Spells getroffen und ich habe nichts gedodged und ich habe nicht mit meinen Dots gearbeitet und so. Das war schon okay, glaube ich, dass mich der killen kann da, ne? Ich glaube schon, dass das okay ist, dass der mich killen kann. Wen honoren wir denn von den Leuten? Wer hat am besten gespielt? Wahrscheinlich Nildir, ne? Nur ist der Challenger immer noch auf dem Winstreak? Ja, genau. Also jetzt, wir haben den, der Challenger-Count hat einen 11er Winstreak, hat der. Aber das ist jetzt halt immer so, man traut sich halt nicht mehr zu spielen jetzt auf dem hohen Account.
Weil du halt immer die Gefahr hast, dass du deinen Winstreak beendest.